Habt ihr jemals die Geschichte vom Goldklumpen gehört? Ein armer Mann ging alleine die Straße lang, ohne Ziel, total am Ende, als er einem erfolgreichen Reisenden begegnete. Der Reisende hielt ihn auf und sagte zu ihm: "Mein lieber Freund, ich sehe, du bist arm. Nimm dieses Goldstück, verkauf es, wenn du willst, und du bist reich bis ans Ende deiner Tage." Der arme Mann war mehr als erfreut über sein riesiges Glück und nahm das Stück Gold mit nach Hause. Er fand sofort eine Arbeitsstelle und wurde so wohlhabend, dass er nicht einmal meinen Gedanken daran verschwendet hat, dieses Stück Gold zu verkaufen. Als die Jahre vorbeigingen, wurde er ein sehr, sehr reicher Mann. Eines Tages traf er einen armen Mann an der Straße. Er hielt ihn sofort auf und sagte zu ihm: "Mein lieber Freund, ich möchte dir diesen Goldklumpen geben, welcher, wenn du ihn verkaufst, dich für dein Leben lang reich macht." Der arme Mann nahm den Klumpen natürlich an, ließ ihn schätzen und fand heraus, dass der Klumpen nur aus Messing bestand. Aber was sagt uns diese Geschichte nun? Der erste Mann wurde reich, weil er reich dachte, fest davon überzeugt, dass er ein Vermögen bei sich trägt. Wenn wir also beginnen, uns reich und wohlhabend zu fühlen, schlägt sofort das Gesetz der Anziehung zu und eröffnet uns allen unglaubliche Möglichkeiten. Möglichkeiten, die euch genau das, was ihr fühlt und euch am meisten ersehnt, anziehen werden. Reichtum, Gesundheit, Aufmerksamkeit und noch viel, viel mehr. Ihr müsst nur beginnen, euch wohlhabend zu fühlen, reich zu fühlen, gesund zu fühlen. Und schon könnt ihr dabei zusehen, wie euch unendliche Möglichkeiten dargelegt werden. Ihr müsst in diesem Moment davon überzeugt sein, dass das, was ihr euch am meisten wünscht, immer schon in eurem Leben war, als wäre es immer schon ein Bestandteil eures Selbst gewesen, und ihr werdet sehen, wie sich Stück für Stück jeder eurer größten Wünsche anfängt zu manifestieren. Unsere Gefühle sind die geheime Zutat dieser Manifestation. Unsere Gefühle sind die Boten unserer Realität. Was wir denken und somit fühlen, gestaltet aktiv unsere Realität und somit unser Leben. Was du fühlst, ziehst du auch an. Wenn ihr auch glaubt, dass da was Wahres dran sein könnte, teilt das Video doch mit Familie und Freunden. Vielleicht können sie das in diesem Moment am allermeisten brauchen. Wer weiß?